und auch Transparenz im Behördenwesen und Verwaltung. Super, danke. Als Nächste will ich Tembi auf der Bühne haben. Sie ist Projektmanagerin im Schiffbau, ist Direktkandidatin in Altona, Listenkandidatin 3 bei uns, auch im Vorstand als Schatzmeisterin. Hast du noch Bock auf Politik neben der ganzen unbezahlten Arbeit? Ja, natürlich, sonst würde ich nicht hier stehen. Also gerade die letzten Wochen haben gezeigt, dass gerade der Verbraucher in Deutschland stärker geschützt gehört. Nicht nur in Anbetracht auf Prison oder Tempora, nein, auch der Lebensmittelskandal mit dem Pferdefleisch hat gezeigt, dass wir in Deutschland klare Deklarationen von Lebensmitteln brauchen und einfache, nachvollziehbare Strukturen. Das heißt, wir müssen begreifen, jetzt habe ich leider den Faden verloren, was ich sagen wollte, dass wir stärkere Kontrollen haben. Die haben wir, aber die werden leider nicht durchgeführt. Da müssen wir ein Auge drauf legen. Also, was ich sagen möchte ist, wählt uns Piraten am 22. im Bundestag, denn wir gehören in die Opposition. Dankeschön. Danke. Tempi für Verbraucherschutz bei uns zuständig. Jetzt hätte ich gerne Michael Düker auf der Bühne, der auch schon Fraktionserfahrung hat in Mitte. Wir haben eine Fraktion hier in Mitte und sorgt dafür Transparenz mit öffentlichen Dokumenten. Ist unser Direktkandidat in Mitte, ist aber auch unser Listenkandidat Nummer 4. Und ich freue mich, dass du hier bist. Wofür stehst du? Ja, vielen Dank. Mir ist es gerade ein besonders wichtiges Anliegen, dass das Asylrecht in Deutschland wieder ein tatsächliches Grundrecht wird und dass wir Migration und Menschen, die auf verschiedensten Wegen zu uns in die Gesellschaft gefunden haben, endlich akzeptieren und integrieren. Wir müssen endlich dazu kommen, dass auch von offiziellen Stellen, Ämtern und Behörden anerkannt wird, dass Menschen, deren Hautfarbe, deren Religion und deren Herkunft und Muttersprache nicht der Mehrheit entspricht, Mitglieder unserer Gesellschaft sind, die genauso viel Respekt und Schutz verdienen wie alle anderen. Auch eine Direktkandidatin und gleichzeitig Listenkandidatin, auch im Vorstand bei uns, Katja Falkenbach. Sie ist Projektmanagerin in der Bierbranche. Sehr sympathisch. Und Katja, wofür stehst du bei uns? Ja, wofür stehe ich? Ich habe vor allem zwei große Themen. Das eine ist transparenter Staat statt gläserner Bürger. Die Bürger sollen erfahren, was der Staat macht, aber der Staat geht mal gar nichts an, was wir hier unten treiben. Wir müssen sie kontrollieren, nicht umgekehrt. Und das andere, was auch auf einer ganz anderen Ebene sehr wichtig ist, ich bin Befürworter des bedingungslosen Grundeinkommens gegen die Repressalien in Hartz IV, gegen die Ungleichbehandlung. Wir müssen dafür sorgen, dass jeder Mensch in einem Land wie Deutschland, in einem Land, das dauernd sagt, ja, uns geht es ja so gut und wir haben so einen riesen Wohlstand, dann verteilen wir den doch extra endlich mal fair. Dann geben wir doch jedem mal etwas davon ab. Und anstatt Leute dafür zu bestrafen, dass sie leider den falschen Beruf gelernt haben, der gerade kein Fachkräfte hat. Anstatt die Leute zu bestrafen, dass sie nicht genau den Beruf gelernt haben, wo wir gerade einen Fachkräftemangel haben, sollten wir alle Menschen unterstützen und zwar unterstützen, ihr Leben zu meistern, unterstützen, das Beste aus sich zu machen, damit sie auch dann ihren Teil zur Gesellschaft überhaupt beitragen können. Danke. Danke, Katja. Nun, auch jemand, der fraktionserfahren ist, zumindest in der Mitarbeit, Nico Ecke aus dem Wahlkreis 23, das bedeutet bei uns Bergedorf, Wilhelmsburg, Harburg. Du bist Direktkandidat, Donner. Wofür stehst du? Ja, hallo erstmal zusammen. In diesem Wahlkampf für unsere alten Themen wie Bürgerbeteiligung. Es muss endlich wieder mehr Einfluss auf die Politik genommen werden können durch die Bürger, nicht nur durch Wahlen alle 4 Jahre. Wichtig ist, die Abgeordnetenbestechung muss endlich bestraft werden. § 108e muss endlich reguliert werden. Außerdem, das ist ein wichtiges Anliegen, also gerade jetzt in der aktuellen NSA-Affäre wieder akut wird, die Entfaltungsmöglichkeiten des frisch aufkeimenden Kultur- und Wirtschaftsguts Internet müssen endlich frei und vernünftig vorangetrieben werden und sich entwickeln können. Danke, Nico. Wer heute leider nicht hier sein kann, ist Mustafa Akkulat. Der ist im Moment in der Türkei, besucht da den Gezi-Park. Wir haben schon schöne Fotos von ihm gesehen. Wir haben ja da auch unsere Statements zu gehabt. Gleichzeitig auch Detlef, der auch anscheinend nicht kommen konnte. Es tut mir leid. Bildender Künstler, auch Mitarbeiter in der Fraktion Mitte.
Jetzt würde ich gerne Jörg Dürre auf die Bühne bitten. Bei uns die AG Umwelt. Er steht für uns für die Rekommunalisierung der Netze, die auch gleichzeitig am 22. September in Hamburg stattfinden wird. Und ist unser Experte. Jörg, wofür stehst du? Ich habe es gerade schon fast angedeutet, aber... Ich kann dem wenig hinzufügen. Wir stehen als Piratenpartei für freie Netze. Freie Netze sind nicht nur das Internet, das sogenannte, sondern insbesondere hier zur Abstimmung stehen am 22.09. Gasnetz, Stromnetz und, was in der Presse leider etwas zu wenig kommuniziert wird, das Fernwärmenetz. Und ein Fernwärmenetz hier in Hamburg ist nicht nur Rohre oder Rohre und Kabel, wie das in der letzten Zeit immer genannt wird, sondern es sind auch Kraftwerke. Wenn man hinter mich guckt, dann findet man dort in der Hafen City ein Kraftwerk und ein bisschen weiter gibt es Tietstack. Und das sind Kraftwerke, die gehören mit zum Kauf dazu. Das gibt uns Möglichkeit, hier aktiv Umweltpolitik zu machen und das wollen wir wahrnehmen und da unterscheiden wir uns deutlich von SPD, CDU und FDP. Also Rückbau auf die Netze, das steht bei uns auch im Landesprogramm, dafür stehen auch wir Piraten. Jetzt muss ich mal kurz gucken, Detlef ist nicht da. Jetzt würde ich gerne unseren Spitzenkandidaten auf die Bühne bitten, Sebastian Seeger, der bei uns für Bauen und Wohnen steht, für Bürgerbeteiligung. Und ich freue mich, dass du unseren Wahlkampf hier rockst und dass du dabei bist. Komm auf die Bühne. Hallo Hamburg, vielen Dank Phil. Zuallererst, hier sieht es heute richtig, richtig gut aus. Also Applaus an uns selbst, was wir hier hinbekommen haben. Man sieht uns, die Einfahrt fährt rein. Nur Piraten, wunderbar, eine wunderbare Location, eine gute Orga. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ja. Phil hat es eben gesagt, wofür ich stehe oder was meine Themen sind, vor allem direkte Demokratie auf Bundesebene. Ich möchte, dass wir in Zukunft wichtige Dinge in Deutschland abstimmen, die Bevölkerung soll abstimmen. Es kann nicht sein, dass die Parlamentarier alles entscheiden, zum Teil gegen den Willen, gegen unseren Willen. Es muss möglich sein, dass wir bundesweit Dinge abstimmen können und Dinge verhindern können, beziehungsweise das Volk als Korrektiv wieder seine Funktion einnehmen kann, so wie es in allen anderen europäischen Ländern auch ist. Es darf nicht sein, dass Deutschland das einzige Land ist, was direkte Demokratie als solches nicht kennt. Das ist ein Skandal. Wie oft bekommen wir gesagt an Infoständen, euch sieht man nicht, euch hört man nicht, sonst was. Ich empfinde das vollkommen anders. Wir machen seit Monaten, wie schon eben gesagt, Wahlkampf. Wir machen einen sehr guten Wahlkampf. Wir haben Dutzende von Infoständen in Hamburg gemacht. Wir setzen unsere Themen. Wir können nichts dafür, wenn darüber nicht berichtet wird oder über andere Parteien dann berichtet wird. Das ist nicht unsere Schuld. Ich muss uns an dieser Stelle ein Riesenkompliment machen. Was wir bundesweit in den letzten Monaten abgezockt haben hier, ist richtig, richtig großes Tennis. Dafür gebührt Respekt und Applaus. Prism und Tempora haben uns mehr als gezeigt, dass Piraten sehr, sehr, sehr notwendig sind. Wer hat denn die Demos bundesweit organisiert? War das die CDU? War das die SPD? Waren das die Grünen? War das die FDP? Die Linken? Nein, das waren Piraten! Aber im Fernsehen kamen die Grünen, die FDP, die CDU und die SPD. Keine Piraten. Das ist die Wahrheit. Genauso verhält es sich beim neuesten Skandal. Wir haben alle mitbekommen, Gott sei Dank, ist es bundesweit inzwischen gegangen. Es werden an Schulen Fingerabdrücke genommen von unseren Kleinsten. Völlig intransparent. Die aktuelle Politik und unsere Regierenden haben von Technik keine Ahnung. Wir brauchen Piraten. Sogenannte Experten wie Gesche Joost von der SPD sagen uns, Fingerabdrucktechnologie in Schulen. Das ist was völlig Normales. Wir müssen mit der Technik gehen. Das ist die Zeit, da können wir uns nicht gegen wehren. Das kann doch wohl nicht angehen. Was ist denn das für ein Verständnis, für ein Demokratieverständnis, was uns in einen Überwachungsstaat führt? Das darf nicht sein, das muss verhindert werden. Wir verlangen Aufklärung, nicht nur von der Bürgerschaft, sondern bundesweite Aufklärung über die Name von Fingerabdrücken an Schulen. Es ist sehr, 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 sehr wichtig. Was können wir noch sagen? Wir sind hier in der schönen Stadt Hamburg. Leider sieht es zurzeit so aus, dass in Hamburg bald nur noch sehr reiche Menschen wohnen dürfen, weil der Wohnraum
bezahlbarer Wohnraum sukzessive abgebaut wird. Sozialwohnungen werden nicht gebaut, beziehungsweise die, die gebaut werden, reichen längst nicht aus, um das, was jedes Jahr aus der Förderung fällt, aufzufangen. Wir müssen aufpassen, dass uns hier nicht die Schere noch weiter auseinandergeht. Hamburg braucht Wohnungen, Hamburg braucht bezahlbaren Wohnraum. Und wer setzt sich für den Erhalt von bezahlbarem Wohnraum in Hamburg ein? Das sind auch die Piraten, und zwar auf Bürgerebene. Wir haben Bürgerbegehren und Bürgerentscheide gewonnen für den Erhalt von günstigem und grünem Wohnraum. Auch darüber wurde nicht berichtet. Auch das wurde totgeschwiegen. Auch da werden wieder nur Investoren gehört. Es ist wirklich schade. Und deshalb, ich möchte euch auch nicht zu lange nerven heute bei dem Wetter, was nicht so schön ist. Ist schon gerade wieder. Vielen Dank. Wir haben so viele Themen. Wir sind sehr viel mehr als diese ursprünglich im Netz gegründete Nerdpartei. Wir haben uns sukzessive erweitert. Wer uns neutral beobachtet, erkennt das. Unser Programm ist über die letzten Jahre gewachsen. Wir können schon zu sehr viel mehr Themen Stellung nehmen, auch wirklich Expertise nehmen, als noch vor vielen Jahren. So. Und das muss anerkannt werden. Die Stigmatisierung, uns als eine Themenpartei zu bezeichnen, so wie es die AfD ist, ist einfach lächerlich. Inzwischen haben wir ein sehr gutes Vollprogramm schon fast. Und auch da können wir locker mithalten. Lasst uns nicht irgendwie denken, dass wir irgendwie dass die Profis, sogenannten Profis, besser sind. Es braucht ehrliche Amateure in der Politik, so wie ich einer bin. Das ist nötig. Menschen wie du und ich, Bürger. Keine abgehobene Politikerkaste, die von wahren Leben auf der Straße nichts mehr weiß. Das muss aufhören. Und mit diesen Worten möchte ich Ihnen danken und haben Sie heute auch viel Spaß. Vielen, vielen lieben Dank.